In der Suhler Wolfsgrube empfing der VfB Suhl-Lotto Thüringen vor fast ausverkaufter Halle den deutschen Meister und Supercup-Sieger Allianz MPV Stuttgart. Was beide Mannschaften auf das sprichwörtliche Parkett zauberten, war Werbung für den deutschen Volleyballsport. Am Ende konnte der Favorit aus Stuttgart den Sieg für sich im Tiebreak verbuchen. Tim Bergs, der als Ersatz für den gesperrten Headcoach Laszlo Loschi auflief, zeigte sich nach dem Spiel mehr als stolz. Kaputt, aber stolz auf die Mannschaftsleistung, dass wir Stuttgart einen Punkt abknöpfen können unter den Bedingungen, die wir aktuell haben. Also riesen Respekt an die Mannschaft, großen Dank an die Fans, die da viel Energie auch aufs Feld gebracht haben für uns. Und am Ende, muss ich sagen, ist der Sieg schon verdient für Stuttgart, weil die Satzergebnisse, glaube ich, spiegeln das auch wieder. Im ersten und dritten Satz ist eine sehr dominante Mannschaft und wir haben halt zum richtigen Zeitpunkt in Satz 2 und 4 unsere Chance genutzt, die da war, und die Sätze zumachen können. Und Tiebreak ist dann ein bisschen 50-50, ein bisschen unglücklich für uns, aber in Summe, glaube ich, können wir alle sehr zufrieden sein. MVP des Spiels auf Suhler Seite wurde erneut Marie Händel. Das nächste Heimspiel für den VfB Suhl-Lotto Thüringen findet am 18.11. gegen die Ladies in Black Aachen statt.